Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind Folge 302 von Simotrans. Wir haben hier noch mit den Südrüchten zu kämpfen und Getreide hatten wir, glaube ich, auch. Das Getreide war jetzt hier bei einem anderen LKW. Warte, wo war der? Der war hier, der steht da noch und da läuft auch nichts. Und wir müssten mal gucken, dass wir das ein bisschen umbauen und die Südfrüchte hier weg. Und das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier noch einen LKW. Mach das mal da runter. Hier ein LKW, Brauerei Markt. Nee, der ist jetzt nicht das Entscheidende. Wir müssen noch einen LKW haben, der nach Adenau fährt. Und der wird wahrscheinlich das andere blockieren. Dass die Fahrzeuge darüber das bringen, oder? Wir hatten nämlich irgendwo zwei LKWs, die... Na, Brauereimarkt ist verkehrt, aber da stehen auch ziemlich viele mit Brauereimarkt. Lass uns mal gerade da reingucken. Okay, ich glaube, da stehen sehr viele Fahrzeuge, die hier vielleicht gar nicht alle stehen müssen, oder? Lass uns mal die blauen alle ausmustern, oder? Die sind ja sowieso schon veraltet. Ausmustern. Der fährt gerade mit was durch die Gegend, dann ist der erst später dran, ne? Der hat da nichts drauf, das heißt, der kann ausgemustert werden. Und der fährt auch mit nichts durch die Gegend, das heißt, der kann auch ausgemustert werden. Oh, hier war sowieso doof, ne? Sehe ich gerade, oder? Wenn da ein LKW steht. Ja, da müssen wir uns auch nochmal angucken. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Der fährt jetzt die 14 Tonnen irgendwo hin. Wo ist denn das? Okay, der fährt jetzt vom Markt dahin, glaube ich, ne? Mit Südfrüchte kommt der Neue. Okay. Südfrüchte Markt und der fährt zum Marktplatz dann damit. Okay, der kann aber jetzt ausgemustert werden. Der war ja auch veraltet, ne? Genau. Gut, dann haben wir nur noch die Neueren da drauf. Das ist schon mal gut, sind schon mal weniger. Hier oben, der ist jetzt auch weg. Ich hoffe, das klappt jetzt so, weil wir weniger drauf haben. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir... Wer ist das denn hier? Hopfen. Okay, da ist Hopfen angeliefert worden. Sehr schön. Und der andere, der steht hier noch und da passiert auch nichts. Und hier kann auch nichts passieren, weil hier auch nichts angeliefert wird. Das Getreide würde hier oben angeliefert werden, glaube ich. Oder kann da oben angeliefert werden. Das würde bedeuten, dieser LKW, der da drin ist, der kriegt jetzt mal eine andere Linie. Getreidebrauerei. Das wird nicht Getreidebrauerei, das war LKW-Brauerei-Mühle. Da muss der drauf. Gut, und dann fährt er da auch hin. Und dann müsste dieser Zug hier irgendwann mal Getreide mitbringen. Gerste macht er ja schon, alles gut. Dann müsste das mit dem hier auch klappen vielleicht. Gut, Getreide geregelt, Südfrüchte waren jetzt noch. Jetzt müssen wir hier die Südfruchtlinie finden. Da war noch ein LKW, glaube ich, drauf. Post? Nee. Ist nur Post, ne, oder? Ja, das passt schon. LKW-Brauerei. Ah, hier ist er. Dieser LKW wird uns wahrscheinlich das andere Geschäft zerstören. Und da er gerade nichts geladen hat, ist der weg und die Linie kann dann auch gelöscht werden, wahrscheinlich. Backwaren, LKW-Backwaren. Ist auch keiner mehr drauf, also Linie löschen. Den hier löschen, die können auch weg. Hier oben gibt es auch noch welche. Getreidehof Mühle über Linienstraße ist auch abgelöst worden durchs Dingens wahrscheinlich. Ja, da haben wir schon einiges hier weggemacht. Da ist nämlich jetzt auch die Linie. Da kommen weg. Viele blaue Linien, das heißt viele alte Fahrzeuge. Mach das auch weg. Da war noch eine graue. Adolf Zöll West. Ja, hier gibt es Haltestellen. Ich lasse das mal gerade noch offen. Das machen wir besser mal nicht. Der fährt immer noch durch die Gegend. Das ist jetzt der Bahnhof da. Wir haben die eine Linie weggemacht. Jetzt müssten wir Fahrzeuge finden. Oh, der Bus fährt hier durch. Wenn er hier durchfährt, ob der immer hier durchkommt bei diesem Halt, wenn die voll sind, das ist die Frage, ne? Aber der kriegt sofort eine Ladung. Der auch. Wo fahren die denn hin? Schnell. Der fährt auf jeden Fall nicht dahin, wo ich meine. Marktbrauerei.
Also der ist auch nicht der Entscheidende. Ich suche jetzt LKWs, die nach da oben fahren, ne? Bringt der Südfrüchte weg? Ja, der bringt Südfrüchte weg. Oder die Eier, das sind halt beide Sachen. Wie viel haben wir denn da drauf? Ich glaube, die zwei werden das nicht bewältigen können mit 12.000 und so, ne? Das heißt, wir müssen da mal ein paar LKWs drauf machen, die das dann erledigen. Das war der. Und der Anhänger war wahrscheinlich der. Das Ganze kommt auf LKW, Brauerei, Mühle. Und kopieren wir viermal, dann haben wir es fünfmal. Gut, dann fahren da ein paar LKWs mehr diese 12.000 weg. Gut, das haben wir gesehen, dass das funktioniert. Hier, das Getreide läuft noch nicht, aber das kann auch nicht sein, dass da vielleicht noch was hin muss erstmal. Teuerste Überradaufzelle Norddeutsche Mühle, Überradaufzelle Norddeutsche, Überradaufzelle Norddeutsche Mühle. Nee, da ist nichts bei für jetzt den Brauerei, aber ich gehe auch mal von aus, dass die Brauerei voll ist. Ja. Hier dann noch circa ne, 7.000, die erstmal weg sein müssen, damit neue Lieferungen kommen. So, hier sieht es allgemein erstmal gut aus. Der fährt natürlich jetzt die ganze Zeit Minus ein, ist aber so, da können wir jetzt auch nichts dran ändern. Die anderen will ich hoffen, fahren dann Plus ein, obwohl hier steht schon mal Gewinn in Rot. Da auch. Der hat Gewinn, schwarze Zahlen, nee, ne, oder? Tatsächlich, der fährt noch Plus ein. Ich weiß nicht, was er bisher gefahren hat. Das muss aus früheren Fahrten noch bestehen. Hier sind alles rote Zahlen. Die beiden, ja, die sind schon länger am Fahren, ne? Die sind ja erst neu. Da unten hat der erste jetzt was gekriegt. Lass den mal gerade offen. Das sollte funktionieren. Was war das jetzt für ein Halt? Klosterbrauerei, okay. Dann sind die reichlichen. Ja, das ist hier. Da sind die Südfrüchte und da sind die Eier. Genau. Passt schon. Und natürlich haben wir Passagiere ohne Ende, ne? Hauptsache hier stehen keine Fahrzeuge. Das ist schon mal wichtig. Gut. Wo fährt er dahin? Ah, er hat diese Bucht gekriegt wahrscheinlich, ne? Wäre jetzt auch egal da. Er hat da Ladung gekriegt. Und fährt Mühle da oben an. Das ist ja auch gut so. Sehr schön. Das würde bedeuten, das ist erledigt, oder? Die Eier werden transportiert und der Rest wird auch transportiert. Jetzt ist die Frage, die kommen hier hin. Der kann Getreide fahren. Der bringt das dann zum Getreidehof da unten hier hin. Und von hier hin wird es per LKW dahin gefahren zur Brauerei. Das passiert aber erst, wenn hier die 11.000 den niedrigeren Stand haben. Das ist also gut. Die Südfrüchte werden nach hoch gefahren, genauso wie die Eier. Und die gehen dann nach hinten hin und werden dort oben bei der Bäckerei abgeliefert. Die Bäckerei brauchst du ja auch gleich selber. Das ist ja auch okay. Aber die Eier. Warum sind die Eier da unten hingeliefert worden, wenn sie doch hier oben gebraucht werden? Oder vertue ich mich jetzt mit den Eiern, dass die gar nicht. Wahrscheinlich sind die Eier gar nicht für hier oben, ne? Also die Südfrüchte sind. Ah, doch, die Eier könnten. Müssen wir erstmal gucken, ne? Doch, die sind. Ah, das ist Bier. Aber das ist. Die Eier sind für den Marktplatz. Das ist. Die sind zu weit gefahren, auf Deutsch gesagt, und müssen dann wieder zurück. Dumm gelaufen, ne? Weil die kamen ja von da oben, aber das ist halt so. Gut, die werden auch nicht mehr, ist auch richtig so, weil wer bringt das denn da oben hin noch? Das müssen wir erstmal nur abbauen. Und der hat mal 6.000 plus hier gemacht. Da ist er. Der fährt aber auch reichlich gute schwarze Zahlen ein, dann passt das schon. Okay. Soweit haben wir das erstmal geklärt. Jetzt müssen wir weiterschauen, oder? Die Brauerei. Ach so, hatte ich jetzt den einen LKW eigentlich doch, den habe ich umgesetzt, ne?
fürs Getreide, der war hier. Der steht da nicht mehr, ne? Das hier ist abbaubar, würde ich sagen, ne? Braucht man eigentlich hier nicht mehr. Eigentlich können wir das wegreißen, dann kann sich die Stadt hier ausbreiten, ne? Ist das noch für uns relevant, dass man hier was anders baut mit der Abfahrt? Nee, ne? Straße hier durch brauchen wir auch nicht, weil die Brücke da ist. Ne, ich glaube, das können wir alles so lassen. Das passt schon so. Wie sieht es hier aus? Aber hier stehen viele LKWs, die Buchten sind besetzt, ne? Der Bus ist glücklicherweise da vorbeigefahren schon. Aber ich glaube, das geht alles soweit. Sieht es hier aus? Ah, hier hatten wir immer auf dieser Straße das Problem, aber es sind zwar ein paar Fahrzeuge, die hier stehen, aber es bewegt sich trotzdem alles noch ganz gut, ne? Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, dann sind wir damit durch. Dann würde ich mal gerade sagen, machen wir mal hier wieder auf, gehen auf Haltestellen, gehen auf wartend, absteigend. Bloße Brauerei, Süddeutscher Alter Getreidehof war jetzt hier unten. Südfrüchte und wer fährt jetzt hier? Fahren die Südfrüchte? Ja, die fahren die Südfrüchte und Eier, ah, ja. Ist jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Eigentlich müssten die nach da oben auch hin. Oder? Nee, müssen sie nicht. Wenn die hier hinfahren, ist das alles gut. Die biegen ja hier ab und bringen das hier hin. Das ist schon okay so. Das ist, glaube ich, leer wieder von da oben, ne? Dann passt das. Markt und Marktplatz. Markt und Marktplatz. Die anderen müssen da oben hin. Die dürfen sie hier nicht wegholen. Die müssen mit dem Zug hoch. Ich hoffe, das passiert auch soweit. Ja, die Eier und ja, das ist alles hier drin, das ist also gut. Okay, dann ist das auch geregelt. Das war Süddeutscher, jetzt ist Radolfzell die in Straße noch gefragt. Was liegt hier? Erstmal da unten geguckt. Post ist klar, die fährt, das ist auch nicht viel. Und die Passagiere sind es jetzt hier. Passagiere lauter. Salzburger Straße über Döbeln-Waldweg Hafen. Das heißt, es ist ein Fernzug, ne? Wer ist denn der Fernzug, der da fährt? Ist der gerade hier? Ne, ne? Nö. Gerade überhaupt nicht hier, ne? Wo ist denn der? Macht gerade Urlaub. Ist das der? Geht die Strecke überhaupt lang? Ah, okay, gibt es ein kürzeres Gleis noch. Ah, da ist einer. Fernzug Döbeln-Radolfzell. Ich glaube, die bringt dann diese hier hin und her. Ist auf der Linie denn nur einer? Ne, es sind zwei da drauf. Und die sind jetzt ein bisschen schwierig, ne? Ich glaube, die sollten wir verlängern. Das können wir da auch machen, ne, oder? Der Flirt, der kann auch doppelt so lang sein. Und würde da auch noch im Bahnhof reingehen, ne? Haltlänge 5. Wir könnten den also auch doppelt so lang zaubern. Das würde bedeuten, wir müssten mal gerade sagen, lade mal nicht. Und bei dem gleichen das auch. Nicht laden. Aber wenn wir das verdoppeln, sehe ich gerade, das so richtig ist. Ach komm, lass so. Und check nochmal ein Dingens ein. Hier ein und wir setzen noch einen dritten drauf. Ob wir jetzt einen zusammenbasteln. Flirt, Kopf elektrisch. Was ist denn hier? Achso, das ist für den ICE3. Der hat 80 km/h, der hat 160 km/h, das passt dann schon, ne? Und was haben wir hier für einen? Ach, das ist, glaube ich, der da oben schon fährt. Hey, ich glaube, wir würden den Flirt schon nehmen wollen, ne? So, der passt. Der passt. Machen wir hier Fahrzeugdetails, dann sehen wir, glaube ich, was wir da brauchen. Triebwagen haben wir.
Dann der erste mit Stromabnehmer, das passt auch. Dann haben wir den. Okay, das war jetzt der hier, ne? Vielleicht war der nicht der richtige. Ah, der war nicht der richtige. Okay, jetzt wird der Zug schon länger. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, ne? Welches ist denn der Endzug? Der kann auch einen dranhängen dann, ne, oder? Und der ist der Endzug, oder? Schluss steht da ja auch. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 369. Den noch dazu. So machen wir es jetzt, oder? 492. Haltlänge 6. Passt erstmal. Linie. Linie, Fernzug. Döbeln, Radolfzell. Passt. Und starten. Dritter Zug fährt. Da ist er drin. Okay, dann sollten diese Sachen vielleicht auch ein bisschen besser werden, ne? Hier sind ja alle überdöbeln. Ist bestimmt den einen oder anderen auch noch überdöbeln. Hier da unten auch noch 129. Der ist überfüllt, da müssen wir mal was machen, ne? Kühlwaren, da muss ein Schiff mehr hin. Okay, müssen wir uns auch drum kümmern. So, wo ist er denn jetzt hier? Oh, steht schon eine Schlange im Stau. Der Güterzug ist lahmarschig. Jetzt fährt er weiter. Wie schnell fährt er denn? Er kommt schon auf seine 160, ne? Ja, sehr gut. Wird aber jetzt hier abgebremst durch den Güterzug, der natürlich unbedingt das linke Gleis nehmen musste. Aber was willst du machen? Kannst du nichts machen. Gut, okay, würde ich aber sagen, das haben wir jetzt auch gemacht gerade. Das war jetzt Radolfzell-Lidienstraße, ne? Da kümmern wir uns auch gerade drum. Die 21.000 Passagiere müssen wir nächstes Mal dann nochmal angucken, würde ich sagen. Machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.